Wir machen einen harten Schnitt, Herr Brauer. Wie würden Sie den Mann, der zu Ihrer Linken sitzt, von mir aus rechts gesehen, wie würden Sie den bezeichnen? Ist das ein Freund? Sagen wir mal so, also nein, dazu haben wir zu wenig Kontakt. Mhm. Aber ich weiß natürlich sehr viel von ihm. Und wir hatten eine Zeit lang, als ich in München gelebt habe, und er war ja mein Steuerberater, sehr lange, oder unser Steuerberater, also von meiner damaligen Frau, da hatten wir sehr viel Kontakt und wir hatten auch sehr viel Spaß miteinander. Und ich mochte ihn sehr gerne und wir... Er war ein unglaublich großzügiger, natürlich auch bewundernd. Ja, also jemand, der mit 17, 18 im Rollstuhl sitzt und ich sage, wie geht das alles? Der war ja schneller aus dem Auto als ich. Ja, also all diese Sachen und fuhr mit dem Boot und ich weiß nicht was alles. Ich dachte mal, ist ja toll, was man alles so verdient in dem Beruf und so. Gut. Aber dann haben wir uns aber auch aus den Augen verloren. Wir haben uns schon die guten Zeiten, also die Zeiten, in denen ich als Steuerberater aufgebaut habe und damals noch mit der Christel, mit der Freundin und so. Das waren noch ganz normale Zeiten. Bevor wir in die Geschichte einsteigen, Herr Müller, wie viel schulden Sie ihm noch heute? Willst du das sagen? Ich weiß es nicht. Willst du das wirklich sagen? Ja, okay. Eine Menge Geld, sagen wir so. Aber Sie schulden ihm noch was. Ja. Ja, er schuldet mir noch was. Da ist was schiefgelaufen. Es war aber auch ein bisschen meine Blauäugigkeit in einer gewissen Weise, weil es ging um eine Immobilie, was dann aber platzte. Ja. Nennen wir es mal so. Ja. Und nun ist das, aber ich mochte ihn immer und. Ich habe dann lange Jahre nichts gehört. Also in seiner ganz wilden Zeit habe ich nichts von ihm gehört. Mhm. Ich habe dann erst wieder von ihm gehört, als er im Gefängnis war. Mhm. Und das fand ich allerdings so spannend dann, dass ich den Kontakt mit ihm behalten habe. Ich habe gesagt, ich schreibe ihm und so. Und ich war, glaube ich, Briefmarken hat er mir gesandt. Ja. Okay. Das ist eine tolle Währung. Im Gefängnis sind Briefmarken ist eine Währung. Okay, man kann nicht nur schreiben. Und ich war wahrscheinlich einer der wenigen, die ihn auch besucht haben. Ja. So, weil mich das natürlich interessiert hat. Total. Und dann merkte ich ja im Gefängnis, da passiert was mit dem. Hätten Sie die Kohle eigentlich gerne wieder? Ja. Okay, Herr Müller. Herr Müller, wenn wir. Ich plaudere mal aus dem Nähtäschchen. Ich plaudere mal wirklich aus dem Nähtäschchen. Das ist ja klar. Sind ja unter uns. In Anführungszeichen. Ja, ist ja klar. Das ist ja klar. Ich habe ihm mal gesagt, weißt du, wenn du irgendwann mal zu Geld kommst, du weißt ja, du kennst ja meinen Sohn, den kennt er von ganz klein. Der ist mittlerweile ein bisschen älter schon. Tust du was für ihn. Für mich muss er nichts mehr. Ja, okay. Also, Herr Müller, wo fangen wir an? Wie sagt man im Englischen? It's up to you, okay? Gut. Es hängt von Ihnen ab. Also mein Leben war ja ziemlich, vielleicht von Anfang an. Vielleicht. Ja, lassen Sie uns einmal ganz kurz die finanziellen Eckdaten klären. Wie viele Schulden haben Sie noch bei Gläubigern heute? Was würden Sie schätzen? Ich schätze mal so, ich habe bei 10 Millionen aufgehört. Also die Bild-Zeitung hat geschrieben, Entschuldigung, es könnte auch eine andere sein. Ich habe 10 Millionen Schulden. Mein Foto dazu und ich hätte dazu gesagt und bin trotzdem glücklich. Das muss man aber erklären. Man muss erklären, nicht, dass ich jetzt Leute betrogen habe, sondern es hat auch seinen technischen Hintergrund, dass ich seinerzeit einmal Gelder, wie ich auf Flucht ging, hinterlassen habe und es waren einige Millionen und dass die Leute an die Gelder kommen konnten, mussten sie gegenüber mir einen Titel haben. Also einen vollstreckbaren Titel. Ja. Genau. Mhm, und da ich allen Leuten helfen wollte, dass sie zu diesem Geld kommen, das da vom Staat verwaltet wurde in München, habe ich alle Titel, sei es jetzt mit Vollstreckungsbescheid oder mit Klage, angenommen. Jetzt haben die Leute natürlich einen Titel und so gesehen, man muss Schulden mit Schuld nicht vergleichen. Ja. Trotzdem habe ich ungefähr 10 Millionen Schulden, die Hälfte ungefähr an Banken. Mhm. Die haben es schon abgeschrieben und da versuche ich jetzt dauernd immer schlechtes Gewissen zu produzieren. Das ist ein bisschen noch problematisch. Ja, also, verstehe. Aber die Menschen, denen ich Geld schulde, davon gibt es insgesamt 3 oder 4, die mir jetzt aufgrund des Buches, das ich herausgebracht habe, definitiv geschrieben haben, dass sie jetzt in eine Notlage gekommen sind.
ich mag das nicht beurteilen, aber diesen Menschen möchte ich helfen, weil ich hatte früher eigentlich nicht so an das gedacht, an die Folgen. Mhm. Das war meine eigene Schuld, ich gebe das zu, ich gehe da ganz offen damit um, auch in der Öffentlichkeit. Wir sitzen ja hier auch gar nicht zu Gericht. Ja? Ja, Sie haben Ihre ja. gerechte Strafe ja. bekommen. Sie haben 5,5 Jahre im Gefängnis gesessen. Ja, genau. Seit 3 Jahren auf Bewährung. Das heißt, Sie sind immer noch auf Bewährung? Ich nur ein paar Monate, 2-3 Monate. Sitzen tue ich schon lange, also im Rollstuhl, wenn man so gesehen. Ja. Weil wie ich ins Gefängnis so. Kam, bin, habe ich gesagt, jetzt müssen Sie sitzen. Also, ich sitze ja schon eigentlich. Aber das war mir, ich kann das kaum jemand erklären. Für mich mhm. war die Zeit im Gefängnis eine lehrreiche Zeit. Mhm. Ich habe sie genutzt, weil mhm. ich das erste Mal in meinem Leben über mhm. mein irrsinniges Leben im Luxus und in dieser Oberflächlichkeit, in diesem Schönen und Reichen, auch in Miami hatte ich gelebt, in Nord, mhm. und hatte ein Boot, ein Offshore-Boot und überall war ich dort dabei und habe eigentlich bloß Geld rausgeschmissen. Ihr Spitzname war Champagner Müller. Ja, es ist besser wie Wodka Müller, sagen wir so. Ja, das liegt ganz im Auge des Betrachters. Auf der Krim sehen die das anders. Ja. Sie sind mit 17 im Rollstuhl gelandet. Ich hatte einen Autounfall mit 16 beim Führerschein gemacht. Mhm. Kurz vorm 18. ist korrekt, hatte ich einen Sekundenschlaf beim Fahren und sitze seitdem im Rollstuhl mhm. und habe eine Querschnittlähmung. So, und haben dann eine sehr erfolgreiche Karriere als Steuerberater gemacht. Ja, hatten irgendwann eine sehr gut gehende Kanzlei, hatten 50 Angestellte. Ja, 4 Büros. Hatten einen weißen, einen schwarzen Rolls-Royce, wenn ich das richtig erinnere. Ja. Hatten aber dieses, da begann schon die Hybris. Ja, begann schon die Hybris, sagt Herr Brauer. So, hatten dann ein Ferienhaus am Gardasee, ja. hatten dieses sympathische kleine Boot, ja. Hatten eine nette Frau. Und Freundin, das, Freundin. Freundin. Christel. Ist aber auch eine Frau. Und ja. hatten das gute Gefühl, das habe ich bis hierhin alles ehrlich verdient? Fragezeichen? Genau. War so. Genau. So, wann kippte es dann? Warum gibt es, anders gefragt, warum gibt es für einen Menschen, der dieses Leben hat, das ein gutes Leben ist, erstmal oberflächlich betrachtet, ja, warum sagt der, ich will jetzt noch mehr und ich will nicht reich werden, ich will unendlich reich werden? Wann gibt das? Darf ich Ihnen eine Gegenfrage stellen? Wie viel glauben Sie, wie viele Leute mich am Tag anrufen und von Radio, Fernseh und anderen Instituten sind und dasselbe fragen, weil genau dieses Muster läuft heute mit Uli Hoeneß. Wieso kann ein zufriedener Mensch da abkommen? Und das ist die Frage, die stelle ich mir, nicht mit Uli Hoeneß, sondern das ist eine ganz andere Sache. Ich kann nur Folgendes sagen. Schauen Sie, wenn man zufrieden, man könnte sagen, in Bayern sagt man, der hat es geschafft. Okay? Ja. Also der hat noch dazu im Rollstuhl. Mhm. Wenn man das so nüchtern betrachtet, haben Sie vollkommen recht. Ich hatte wirklich alles. Und dann kam etwas. Der Mensch ist grundsätzlich, sagen auch Psychologen, unersättlich. Das heißt also, er will immer mehr. Und wenn Sie alles haben, dann ist nur lang kein Ende. Sie wünschen sich was, schauen Sie, Sie wünschen sich heute ein neues Auto. Dann haben Sie das. Sind Sie dann zufrieden, dann wollen Sie ein Größeres. Die Leute haben mir damals, ich möchte von Anfang an sagen, ich war an allem schuld in meinem Leben, was da schiefgelaufen ist. Niemand anderer. Ich hätte zu allem Nein sagen können. Es tut mir heute leid, ich kann es nicht ändern, aber ich will Schaden gut machen. Aber, und zu Ihrer Frage zurück, passiert genau das, dass du einfach mehr gierig wirst, dass du immer mehr möchtest. Die Leute klopfen dir auf die Schulter und sagen, Müller, was du geschafft hast, das war gut. Mhm. Aber du brauchst das neueste Auto, du brauchst die neueste Yacht, kennst du schon das und das und das? Und ich wollte mithalten, weil ich dachte, um in dieser Gesellschaft der Schönen und Reichen dabei zu sein, muss ich durch Statussymbole glänzen. Und es war natürlich, und es passiert ja auch genauso. Ich habe Leute kennengelernt und bin hochgehoben worden. Und dann bist du in einem Strudel nach oben drinnen, in dem du eigentlich mehr vorgeben musst, als dass du eigentlich bist. Mehr Schein als sein. Genau. Und auf diese Platte bin ich aufgesprungen und habe gedacht, das machst du, das passiert. Mhm. Und ich habe ja auch gut Geld verdient. Aber irgendwann reicht es, selbst mit vielen Mitarbeitern. Ich hab nur nebenbei Baufirmen gehabt und Immobilien und Autovermietung und alles. Aber das Geld reichte nicht, weil wenn du, wie mein Nachbar im Herzogpark in München, Flick heißt, dann kannst du nicht mit einem Milliardär mithalten. Aber trotzdem war das auch, den kannte ich, weil wir hatten gemeinschaftliche Hausangestellte. Und ich sage wirklich, da meinst du, es geht immer auf. Und jetzt ist das Problem, der eigentliche Einhalt ist die Zufriedenheit. Richtig. Und Zufriedenheit ist kein Umstand, sondern eine Entscheidung.
Ich habe, heute bin ich zufrieden. Ich habe heute, ich wohne, habe ein Dach über dem Kopf, ich habe ein Auto, ich habe einen vollen Kühlschrank und ich muss sagen, mir geht es an sich gesundheitlich gut. Von wie viel Geld leben Sie im Monat, Moment? Ja, ich sage es Ihnen, ich lebe, mein Vater ist, es ist ein bisschen lustig, nach dem Bayerischen Beamtenversorgungsgesetz. Mein Vater war übrigens Kriminalkommissar. Das passt. Und der einzige Sohn, ja. Und der einzige Sohn sitzt im Gefängnis. Und mein Vater ist mit 97 Jahren letztes Jahr am 2. April in meinen Armen nach dem Mittagessen eingeschlafen. Und jetzt bin ich sogenannter, meine Mutter ist vor ein paar Jahren gestorben, sogenannter Weise mit 58, mit AI. Und da ist es so, dass ich jetzt am Bayerischen Beamtenversorgungsgesetz eine Waisenrente bekomme mit 58. Und zwar deshalb, weil ich mit 17 Jahren den Autounfall hatte und mit 26, da gab es so eine Grenze, wenn der Sohn eines Beamten 26 Jahre schon schwer behindert ist wie ich, dann kriege ich, egal wann, wenn ich Waise werde, und letztes Jahr wurde ich Waise, Waisenrente. Die ist unpfändbar, das sind 600 Euro. Aber davon leben Sie im Wesentlichen. Vor dem nicht alleine, sondern ich gebe heute Vorträge in christlichen Gemeinden, vor Lions Club, vor allen möglichen Menschen, die über die Gier etwas hören wollen. Und da rede ich von meiner Geschichte. Genau. So, und lassen Sie uns einmal eintauchen. Das ist alles bis dahin legal. Und kann man sich die Frage stellen, Zufriedenheit wirklich eine Entscheidung, wie Sie sagen? Finde einen ganz spannenden Punkt übrigens. Ob man das wirklich so für sich einfach entscheiden kann oder ob das eher ein Zustand ist, den man irgendwann mal erreicht. Ich würde da eher widersprechen, aber egal. Und irgendwann muss doch der Tag gekommen sein, an dem Sie das erste Mal, das erste krumme Ding gemacht haben. Erinnern Sie sich an den Tag? Ich habe ja, und das möchte ich ganz klar darstellen, ich habe jetzt nicht gesagt, das Geld nehme ich, also betrügt es, sondern ich habe das geliehen von Mandanten in der Annahme, dass ich das aus anderen Geschäften immer wieder zurückzahlen kann. Das macht man sich dann vor. Das spielt man sich ja voll sich selber, diese Show. Und irgendwann konnte ich es nicht mehr, hatte Millionen Schulden, 30 reiche Ärzte hauptsächlich, und dann bin ich zur Staatsanwaltschaft gegangen und habe mich selbst angezeigt. Wie sah denn, wie wollte sah, dann klaren Schnitt machen. Ja, genau. Das hat mir gut getan. Wie sah denn Ihr Lebensstandard, Ihr Lebensstil damals aus, Herr Müller? Ist die Geschichte wahr, dass Sie zum Beispiel im Cabrio durch München gefahren sind und da flogen Geldscheine einfach aus dem Auto? Ich hatte einen Freund, und den möchte ich nicht benennen, der hatte ein großes Unternehmen in Franken verkauft, der Werbemittelgeschichte, und der hatte eben, wie es in einem Nobelrestaurant in München nichts mehr zu essen gab, hat er gesagt, jetzt kaufe er bei McDonald's. Es könnte was anderes sein, Burger King oder so. Einfach beim Amerikaner, ja. Was, ja, genau. Und da ist er durch die Leopoldstraße gefahren, und weil er so betrunken war, hat er lauter Tausender zerrissen und hat es am Fenster rausgeschmissen. Und wie wir bei McDonald's waren, hat er kein Geld mehr gehabt, okay? Es ist so, das ist irre. Das war nicht ich, okay? Und Ich möchte nur sagen, es war für mich ein so einschneidendes Erlebnis, wie man so dekadent sein kann. Später wurde ich wahrscheinlich genauso, aber nicht so, dass ich Geld beim Autodach raus, also das hätte ich nicht. Aber es war... War Ihnen klar, dass Sie da im Grunde schon mit einem Bein oder mit einem Rad, wie Sie dann sagen, mit einem Rad im Knast sind? Das war ja das Problem. Ich habe ja jetzt im ersten Verurteilung habe ich 2 Jahre bekommen mit Bewährung. Und da bin ich nicht einen Tag ins Gefängnis gekommen. Klar, Bewährung. Wäre ich einen Tag ins Gefängnis gekommen, wüsste ich, wie schwer es auf einen Rollstuhlfahrer geraten ist. Das heißt, im Nachhinein tut es Ihnen oder was falsch, Sie auf Bewährung davonkommen zu lassen? Ja, genau. Sie hätten einmal den Knüppel gebraucht. Genau, wenn Sie auf eine heiße Herdplatte rühren, dann tut es weh, klang es nie wieder drauf. Aber der Müller war dann Haft... Dann kam das Nächste, und dann, wo ich es nicht wehgetan habe, habe ich nach Jahren das nochmal gemacht, habe dann ein bisschen größer und so, dann habe ich mich wieder angezeigt, und dann gab es 4 Jahre. Und dann kam plötzlich die Vollstreckungsstaatsanwaltschaft aus München und hat gesagt, Sie sind haftunfähig. Jetzt konnte ich wieder ins Gefängnis. Also das war schon Vorteil, aber warum es war waren auch Sie, ein Nachteil. Warum, das heißt, Sie haben erkennbar den Willen gezeigt, ich will jetzt mal rein den Tisch machen. Ja. Das erste Mal kommen Sie auf Bewährung davon. Ja, Sie haben ja fast darum gebettelt, in den Knast zu kommen. Kann man das so sagen? So schlimm ist es jetzt nicht. Okay, so weit. Also, ich interpretiere das jetzt mal. Und dann kriegt man 4 Jahre, und die nehmen Sie nicht.
Ja. Warum die, nicht? Ja, ganz einfach, weil die haben dann jedes Jahr, es ist nicht lustig, aber für mich war es, also im Nachhinein ist es irre. Aber ja. Damals war ich ja froh, dass ich nicht ins Gefängnis kam. Ja, ist ja klar. Und ist für jeden. Aber im Nachhinein betrachtet, wie ich dann wirklich ins Gefängnis kam, habe ich jedem erzählt, wäre ich doch damals mal wirklich auch, man kann sagen, jeder Schüler sollte fast einmal einen Tag im Gefängnis verbringen, dann wird er das sehen, wie hart es dort zugeht. So weit wollen wir jetzt nicht gehen, dass da jeder einmal mal für einen Tag rein muss. Aber ja, aber wir könnten schon miteinander einen Tag, nur mal zum Versuchen. Wir beide zusammen? Ja, zum nicht in eine Zelle, aber dass es mal sehen, wie es da drin ist. Das ist nämlich nicht so, was sie außen sagen. Die Leute fragen mich immer, ob ich Gewalttaten sehe oder so. Mhm. Für mich hat das Gefängnis, und es sagt, das ist, kann ich nur für mich sagen. Für mich hat das Gefängnis gut getan, weil ich habe mein Leben ändern können. Ich habe über mich nachgedacht und mir ist etwas, vielleicht sprechen wir da noch später drüber, mir ist Gott begegnet. Und Sie haben selber, und das habe ich jetzt gerade festgestellt, Sie sprechen von Segen und Fluch, Sie sprechen vom Roten Meer, Sie sagen, I believe in God. Wir sind manchmal näher an Gott, als dass wir glauben. Und in mir hat Gott die Augen geöffnet. Ich habe im Gefängnis Theologie studiert. Nicht, weil ich Pfarrer werden wollte, sondern weil ich wissen wollte, was hat es mit diesem Gott auf sich? Und der Urknall, der von Ihnen kam, der hat ja auch einen Auslöser. Also wir sind da irgendwo. Und, ja, ich meine, klar, irgendeiner muss ja mal geknallt haben. Und irgendeiner muss das große Urknall, Feuerwerk in Gang gesetzt haben. Ja, zum Beispiel. Ja. Aber ich will nur. Aber wir kommen gerade vom Thema ab. Ja. Insofern, als Sie mir nicht die Frage beantwortet haben, warum Sie nicht das zweite Mal diese 4 Jahre ins Gefängnis gekommen sind. Warum nicht? Weil die festgestellt haben, die Ärzte in der Vollstreckungsstaatsanwaltschaft in München, dass ich aufgrund meiner Behinderung einerseits, und ich hatte ja nicht nur einen Rollstuhl, Querschnittlähmung, sondern ich hatte andere körperliche Behinderungen auch noch, mit der Schulter und so. Also die Summe dieser Geschichte hat mich eigentlich haftunfähig gemacht. Das ist ja wie ein Freibrief. Und wenn ich jetzt damals ins Gefängnis gekommen bin, 2005, hat der Arzt zu mir gesagt, ja, was machen Sie denn überhaupt hier? Wir haben dem Justizministerium doch gesagt, München-Stadelheim, wir können Sie gar nicht brauchen. Da habe ich gesagt, okay, halt wieder, okay. Aber die haben mich dann nicht mehr gehen lassen. Die haben Sie dann da behalten? Die haben dann eine extra Zelle, einen Haftraum für mich gebaut. Ja. So, eine Geschichte, weil die so unglaublich ist, würde ich gerne noch mal ansprechen, Herr Müller. Ist es wahr, dass Sie irgendwann mal 40 Millionen Dollar auf höchst fragwürdige Art und Weise aus den Vereinigten Staaten nach Deutschland gebracht haben? Im Koffer? Ja, das ist nicht fragwürdig. Das ist ganz einfach gelaufen. Ein Freund von mir hat gesagt, er kennt jemand in Miami, der hat dort eine Werft am Intracoastal und Miami Nord. Ja, und der ist als Sohn reicher Eltern, die haben eben diese Werft, die würde das Geld voraus bezahlt wegen der Erbschaft und würde das gerne in Europa anlegen. Und ich habe mich erkundigt, die haben gesagt, es sind Millionen. Und da habe ich gesagt, das ist schon eine interessante Geschichte. Als Steuerberater damals war das auch im weitesten Sinne ja auch mein Berufsbild. Ich habe mit jemandem einen Steuerberatervertrag gemacht, bin rübergeflogen, habe mir die Werft angesehen. Weil damals gab es den Film Miami Vice und da Drogen und Geld und so. Und da habe ich mir das angesehen. Die Eltern haben das alles bestätigt, nur haben sie gesagt, sie sind an einem Spielcasino beteiligt und das Geld wäre im Bar da. Dann habe ich gesagt, ja, wie kommt denn dann das nach Deutschland? Dann haben die alle mich angesehen, okay? Und dann habe ich gesagt, ja, im Koffer. Dann habe ich gedacht, ja, also, wissen Sie, ich war damals Steuerberater, ich habe mich erkundigt bei den Amerikanern, ich konnte ausführen, ohne zu deklarieren. Das war damals noch so, ne? Ja, genau. Beim Einführen musste ich über 10.000 Dollar diesen Form ausfüllen für die Customs, für den Zoll. Für den Zoll. Aber ausführen konnte ich. Und in Deutschland konnte ich damals noch auch einführen, ohne dass ich es deklariere. Okay? Okay. Nur das Bankeneinzahlen war das Problem. Ja, Moment, aber noch eins nach dem anderen. Also, wir reden jetzt hier nicht über 40 Taler, sondern über 40 Millionen. Ja, die passen ja nicht hier in die Innentasche von so einem Sakko. In einen Hartschalenkoffer, und ich habe nicht gesagt Samsonite, es gibt andere auch. Ja. Also in einen Hartschalenkoffer passt genau 1 Million in Bar 50er und 100er. Und nachdem ich mich erkundigt habe, dass ich mich nicht strafbar mache, ich bin ja da nie verurteilt worden, weil ich war ja nicht, ich habe keine Straftat begangen. Aber einfach nur dieser physische Vorgang. Ja. Also Sie haben diesen Hartschalenkoffer? Ja. Ich habe mir in München erst einmal 5 gekauft. 5 Koffer? Und zwar, ja, 5. Und zwar einen für meine Zahnbürste, für meine Klamotten und 4 leere, weil da die Ware reinkommen soll, dieses Geld. Und dann haben die schon bei der Lufthansa geschaut, wie die 4 leere Koffer ankamen. Übergepäck. Gibt es in Amerika keine Koffer? Verstehe jetzt nicht. Ja, ich wollte ja deutsche Qualität. Verstehe.
Ja, so. Und dann, das müsste ich vorstellen, das erste Mal war ja das Interessanteste. Ich bin zu dem rübergegangen, Bruce hieß der, egal, und habe diese vier Koffer aufgebreitet. Und dann habe ich gedacht, jetzt mal schauen, was jetzt passiert. Ja. Und dann hat er wirklich aus seinem Schlafzimmer, wenn Sie sich das vorstellen, eine Holzkiste rausgeschleppt. Und ich habe damals gewusst von Stevenson, diese Schatzkiste, die gibt's wirklich. Die hat der aufgemacht. Und wenn Sie da Millionen da drin sehen, in einer Holzkiste, da denken Sie erst einmal, ich bin jetzt in einem falschen Film oder so. Dann hat er diese Millionen da reingepackt in die Koffer. Da passten, wie gesagt, vier hatte ich ja nur, dann blieb noch was übrig, weil es mehr war. Und waren diese 4 Millionen in den Koffern. Und dann habe ich gesagt, gib doch ein Handtuch her, dass wir wenigstens das drauf tun, weil wenn es einer beim Zoll aufmacht, egal ob es erlaubt ist oder nicht, dann sieht er das. Dann ist er ins Bad gegangen und hat gesagt, ich gebe dir kein Handtuch von meinen. Dann habe ich gesagt, aber da liegen doch vier, Entschuldigung, wenn ich das so sage, so Cigarette Number One, das ist so ein Racing-Team, so Bootshandtücher. Dann sage ich, nehmen wir doch diese. Dann sagt er, die bekommst du überhaupt nicht, weil es sind meine Bootshandtücher. Sie müssen sich mal vorstellen, 4 Millionen gibt er mir und seine Bootshandtücher für 20 Dollar. Dann habe ich es ihm abgeredet und dann hat er gesagt, du bringst mir es aber gewaschen wieder und du bringst mir es. Ja, das ist irre. Und ich muss es ihm das nächste Mal bringen. Um es kurz zu machen, Koffer zu, nach Miami zum Flughafen. Und ich habe mir schon gedacht, jetzt, wissen Sie, wenn Sie in der Maschine sitzen und denken, jetzt kommt gleich irgendein vom Zoll und sagt, Herr Müller, wir müssen mal über Ihren Kofferinhalt reden. Sie haben da Bootshandtücher drin. Endlich ist die Maschine in der Luft. Und damals war es nur München-Riem und da bin ich angekommen. Und das erste Mal sind wirklich nur die vier Koffer gekommen und ein Geldkoffer gefehlt. Dann habe ich mir gedacht, und das Band lief ja noch, aber trotzdem, dann habe ich mir gedacht, was sage ich jetzt, wenn mich jetzt die Fragen bei Lost and Found, bei den Ding, was war da drinnen? Dann müsste ich sagen, Bootshandtücher. $1 Million, aber ganz wertvolle Bootshandtücher. Ja. Und das, lange Rede, kurzer Sinn, ich bin 6-mal rüber und das Interessante war das, also immer wieder 5 rübergeholt und damals war es so, das Einzahlen bei der Bank. Drin flogen diese Koffer, ja? Ja, immer wieder. Sie oben drin. Das kann man sich überhaupt nicht vorstellen. Aber ich habe es erlebt. Das ist so. Sie haben dann das Geld in die Bank gebracht. Ja, und da möchte ich nur einen Satz dazu sagen. Das habe ich erlebt. Wenn Sie heute 500.000 bei der Bank tauschen wollen, dann sagt die Bank, Moment, wir sind eine seriöse Bank. Ich hatte 5 Millionen und zu mir haben sie gesagt, ich kann es nur, ist keine Anschuldigung, aber zu mir haben sie gesagt, kommen Sie am Abend, dann machen wir hinten die Schranke auf, dann kommen Sie mit dem Auto rein und dann nehmen wir die Dinge, weil Sie können nicht mit den Koffern durch die Schalterhalle gehen, währenddem die ältere Dame ihre Rente abholt, okay? Können Sie nicht mit den Millionen, mit den Koffern, das ist ja eindeutig, dass da nicht Werbeprospekte drin waren. So. Das haben wir gedacht. Es hat sich das war dann, Erfahrung. Glaube ich. Und es verstehen hat sich Sie jetzt, warum ich ihn so spannend finde? Ja, ja, allmählich kriegen wir ein Gefühl dafür. Herr Brauer, verstehe das? So, es hat sich dann herausgestellt, dieser Bruce war kein Werfterbe, sondern das war. Der hat mit Booten, also der war unter den C, mit mir als Josef Müller aus Fürstenfeldbruck, ein Kaff eine Ortschaft bei München. Ein No-Name. Und trifft so einen, der auf den 10 gesuchtesten Plätzen beim FBI war. Und die haben mit Schnellboote Waffen und Drogen durch die Karibik transportiert. Und darum die Werft in Miami, darum. Jetzt ergab das also Sinn. Und die Eltern, das waren bezahlte Schauspieler. Ja. Das habe ich alles im Nachhinein. Mittlerweile, der hat 3-mal lebenslänglich bekommen. Und hat alle Leute verraten. Und jetzt ist das Problem. Er hat alle Leute verraten, hat mit ihnen einen sogenannten Deal gemacht und hat nach 15 Jahren hat man ihn freigelassen. Mhm. Und vor 3 Jahren war er in München und hat sich nach Josef Müller erkundigt, weil er kriegt ja von mir nur 40 Millionen. Gott sei Dank war ich damals im Gefängnis. Ja. Weil da kommt man nicht nur nicht raus, sondern auch nicht rein. So. Also, eine wahnsinnige Geschichte. Herr Müller, eine wahnsinnige Geschichte. Und weil wir leider völlig sonst zeitlich aus dem Ruder laufen. Sie haben 9 Jahre Gefängnis bekommen, haben wie lange wirklich gesessen? Ich habe 5 Jahre, 4 Monate gesessen und bin als Geläuterter
Und nach wie vor möchte ich das noch mit einem Satz sagen: Durch Jesus Christus, durch meine Begegnung durch ihn und einem lebendigen Verhältnis zu Jesus Christus, und das erzähle ich auch in den christlichen Gemeinden, das ist genauso unglaublich wie am Anfang, wie diese Geldgeschichte, habe ich mein wirkliches Leben wiedergefunden und bin heute glücklicher wie zuvor mit allem Geld und mit allem Promis. Und da muss ich sagen, da danke ich Gott dafür. Also, ich darf dazu noch einen Satz sagen. Weil sowas ist ja auch voller Sentiment, was er jetzt gerade da sagt. Aber wenn man sein Buch liest, gerade jetzt in der aktuellen Situation mit Hoeneß und anderen Leuten, wenn man sein Buch liest, kapiert man eine Menge. Kapiert man eine Menge über Gier und was so, Leute dazu bringen. Also, bedanke mich ganz herzlich, freue mich sehr über die Offenheit auch in diesem Gespräch. Wie gesagt, ein Mann, der seine gerechte Strafe bekommen hat und insofern ein Gewinn auch für diese Sendung. Herzlichen Dank für das Gespräch, Herr Müller. Bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Charles Brauer. Herzlichen Dank, Herr Brauer. Demnächst wieder auf Hörbuch, solange John Grisham schreibt, werden wir Sie... Wir haben keinen Satz verloren über das Ernst-Deutsch-Theater. Ich habe Premiere kurz vor Ostern am Ernst-Deutsch-Theater hier in Hamburg. Ich sag's den Hamburgern. Das wollte ich gerade noch sagen. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Lilly Becker. Herzlichen Dank, Lilly, die wir demnächst bei Let's Dance erleben werden. Ich bedanke mich sehr, sehr herzlich bei Ranga Yogeshwar von Urknall zu ganz großen Knall. Zumindest zeitweise. Danke dir sehr. Viel Glück in Indonesien. Und wir sehen uns, wenn Sie mögen, am Dienstag wieder. Jetzt die Kollegen von heute Nacht. Bis bald. Dankeschön. Tschüss.